Also ich habe so viele Pokémon-Karten, könnt ihr jetzt selbst sehen. Und da dachte ich mir, warum mache ich mir einfach nicht selbst einen Pokémon-Hefter? Also wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie das geht, ihr nehmt so ein Blatt Papier, schneidet die Hälfte durch und jetzt erkläre ich weiter. Also ihr nehmt dann zwei Folien. Guckt erstmal, wo die Öffnung ist. Wenn dann oben die Öffnung ist, beide nach oben die Öffnung legen. So. Dann nimmt ihr Klebeband. Tut es, warte. Der ist gerade frisch. Dann klebt ihr es so zusammen. Dann dreht ihr es um. Nochmal Klebeband. Und klebt es so drauf, dass das nicht mehr klebt auf der Seite. Dann öffnet ihr den Hefter. Ich habe da schon Seiten hingemacht. Dann legt ihr die Seite rein, die ihr gemacht habt. Warte. Ich gucke, wo die Öffnung ist. Okay, da. Dann legt ihr den Hefter rein. Nicht einfach nur reinlegen. Da gibt es natürlich noch was. Mit nochmal Klebeband. Zack. Und dann in der so und draufklebt. Und schon habt ihr eine Seite gemacht. Und wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert alles, zeige ich euch das mal. Ihr nehmt zum Beispiel jetzt mal Karten. Zum Beispiel die zwei Karten mal. Und bitte. Dann nehmt ihr die Karten und tut hier eine Karte rein und daneben auch. Und wenn ihr sagt, ihr habt immer noch ein bisschen Karten, dann könnt ihr das auch. Warte, könnt ihr auch die Pokémon-Karte hinten so reinlegen. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like stellen. Tschüss.